Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück bei Monster Hunter Rise. Und dieses Mal geht's ran gegen Pucky Pucky. Und der kommt sogar direkt uns entgegen, was ich gerade nicht so fühle, weil ich normalerweise erstmal eine kleine Runde drehen würde und mir ein paar Örlütze gönnen würde. Aber gut. Wo ist der? Er ist da oben in der Ecke. Das heißt, ich könnte kurz hier lang gehen. Ja, wir gehen kurz über den Felsen, dass wir jetzt ein bisschen was haben. Den Honig nehmen wir auch mit. Mir fällt gerade ein, dass ich von dem Vogel, wie heißt er, Agnosum, noch ein Foto machen müsste. Wo müssen wir hin? Gracias. Nehme ich. Renn ich da jetzt schnell hin oder hoffe ich, dass wir ihn treffen werden? Schwierig, Freunde, schwierig. Habe ich einmal komplett hier durch auf die andere Seite. Ach, scheiß drauf. Den werden wir früher oder später nochmal sehen, den Vogel. Vielleicht besucht er uns ja nochmal im Kampf. So, Pucky. The stage is yours. Ja, Pucky Pucky ist so eine ganz schlechte Variante von einer Rathion. Kann einen Gift machen, hat stellenweise dasselbe Moveset. Ja, es hat quasi einfach nur eine ganz schlechte Rathion. Aber es ist okay, auch sowas muss es geben. Und den kennen glaube ich auch die meisten schon. Der ist natürlich schon von Anfang an mit dabei. Auch schon Ewigkeiten gibt es nicht. Digga. Ich muss sagen, rennst du jetzt oder? Ja, jetzt rennt er. Ja, was ich sagen wollte, den kennt wahrscheinlich jeder, aber natürlich auch noch keins der Premium High-End starken Monster. Also sollte der recht zügig und locker fluffig von Hand gehen. Dann haut der Agnosum ab. Den Rajan haben wir auch, aber der scheint oben zu kennen. Der kennt irgendwie immer diese Affe. Egal wann der ist, der bringt. Ich bin gerade überlegen, ob ich Pucky nicht fange, sondern töte. Wenn ich Pucky wieder getötet habe, in dieser einen Minute schnell zu Agnosum hoch, wenn ich von dem das Foto mache. Aber mal gucken, wo er sich befindet, ob er uns vielleicht mal noch mehr besucht. Oder, ja. Ja. Oh nein, ich bin vergiftet. Ach halt, du kannst mich nicht vergiften, Bitch. Das ist ein bisschen stuck. Haben wir aber Schwein gehabt. Greif mich in diese scheiß Jagras jetzt hier an, Junge. Seht ihr euch noch? Ja, scheiß drauf. Das Leben kann ich auch kacken, weil so viel Schaden macht der Kollege ja nicht. So, Kamera schon mal einen Anschlag nehmen. Wir sind nämlich sehr nah an dem anderen Vogel dran. Ich geh mal kurz hier hoch. Pucky, und dann geht's weiter. Prima. Ja, schade. Aber jetzt haut dieser Vogel wieder ab. Ich dachte, das kommt mal hierher, aber nein. Ja, Pucky, da musst du wohl auf die qualvolle, längere, schmerzhaftere Weise dein Ende finden. Nicht auf die sanfte Schockfalle und Besonnungsbomben, sondern Stück für Stück gesagt werden. Ja, kannst du dich bei deinem Vogelkumpel bedanken. Also hast du mir so viel, dass Pucky auch schon nicht mehr viel aushält. Ich hab
Obwohl ich nicht auf Fresse, aber nicht für ein Puppy. Denn hier ganz Zeit. Das habe ich nicht kommen sehen. Dann dreht man hier einmal kurz den Rücken zu, erst wenn ich ja komm, mach mal entspannt. Dreht ja vollkommen durch, der Kollege. Nicht ist ja noch richtig. Du griffst jetzt richtig auf die Fresse. Bevor es rein ist, dann doch nicht. Ich glaube, das Tür auch so richtig kaputt dreschen. Unsere Beute ist schwach. Oh, das ist schön, aber... Oh. Nein, ich kann nicht. Okay, das war echt einfach wirklich aus. Ohne seine Schwanzspitze. Obwohl, du musst auch noch looten, ne? Ich hab nur so ein Kampf uns ein Stück entgegen. Ja, das schaffen wir direkt. So, du darfst jetzt mal sterben gehen. Weil wenn er schlafen geht, schlüpft er mich auch da oben irgendwo. Ich weiß nicht, Freunde. Das Vieh ist ja noch nicht schlafen gegangen, Rice. Freundlich, dass du mich gleich wieder hochholst. Nachdem du den Stunt hast. Und so, wo willst denn du jetzt hin? Ja, los, fall um, ich muss dich looten. Schnell! Ich komme aus der Hüfte. So, wir müssen da hoch mit dem Kalkkäfer rüber. Das sollte klappen. Jedenfalls, Freunde, ja. Das war Pookie Pookie. Und ich würde sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.